Herzlich willkommen, liebe Freunde. Zum späten Abend gibt es dann jetzt doch noch mein Fazit zum Bundesligaspiel Hertha BSC gegen die TSG Hoffenheim. Und nach der Länderspielpause geht es endlich wieder weiter. Und im Prinzip stehen wir aber eigentlich immer noch da, wo wir vorher auch standen. Und man kann es wieder schwer fassen. Es ist wieder nichts Halbes und nichts Ganzes, wie man an meinem Blick auf dem Thumbnail vielleicht erkennen kann. Es ist am Ende ein gerechter Punkt und trotzdem kann ich mit dem Ergebnis so am Ende auch nicht zufrieden sein, denn wir lesen es auch im Titel, das bringt uns nicht weiter. Ich meine, Leverkusen und Stuttgart und Schalke, die tun uns schon alle den Gefallen und verlieren ihre Spiele. Und trotzdem kommen wir nicht vom Fleck. Das hätten ganz, ganz wichtige Punkte sein können. Dann wären wir nämlich bei 9 gewesen, hätten wir 4 Punkte Abstand gehabt. Das hätte schon geholfen. Die nächsten Gegner werden nicht leichter. Mit Freiburg, Leipzig und dann die beiden Aufsteiger, wo du dann auch 6 Punkte holen musst normalerweise. Aber das Gute ist, du bist jetzt seit 4 Spielen ungeschlagen. Ihr erinnert euch vielleicht vor ein paar Wochen, als ich sagte, jetzt kommen 5 Spiele, wo du eigentlich deine Punkte holen musst. Du hast in all diesen 4 Spielen gepunktet, jetzt kommt noch Freiburg. Aber es ist halt leider auch nur ein Sieg dabei. Und wer weiß, was vor 2 Wochen passiert ist, wer weiß, was vor 3 Wochen passiert ist. Es sieht immer so gut aus. Und am Ende kommt trotzdem nichts wirklich Zählbares bei rum. Und in der ersten Halbzeit, ja, hast du Glück, dass es am Ende 1:1 steht, weil dich Hoffenheim einmal einlädt und selber nur eine Chance verwandelt, wo du aber auch echt schlecht verteidigt hast, weil ich weiß nicht, ob der da so zum Schuss kommen muss. Und eigentlich standen die Abwehrreihen ja auch vor dem ballabgebenden Spieler. Und ja, das 1:1, das war einfach nur ein Einwurffehler von Hoffenheim und das macht Chidi dann aber auch überragend in die Schnittstelle und Dodi Lukubatu ja im Stile eines Stürmers. Aber ja, das ist am Ende. Die zweite Halbzeit war dann besser. Da hattest du dann auch deine Möglichkeiten. Es ist wieder einfach glücklos, wenn du in den Rückraum legst und der passende Spieler nicht da ist. Oder ich erinnere mich an die eine Chance von Kenny, der in die Mitte legen will und dann Davy Selke nicht findet. Gut, da kann er auch nichts machen, da war er vielleicht ein Schritt zu spät. Aber das sind dann so glücklose Momente, wo ich mir denke, Leute, wenn es besser laufen würde und das Selbstvertrauen da wäre, dann würde sowas auch sitzen. Wir haben einfach zu wenig Tore geschossen. Tatsächlich. Ich habe vorher mal durchgerechnet. Ich kann die Torschützen alle aufzählen. Ich glaube, wir dürften bei 5 Torschützen sein und bei circa 8 Toren. Ich gucke gerade nach. Jawohl. 8 Tore. Und für den Aufwand, den wir betreiben, ist das am Ende einfach zu wenig. Zu wenig Ertrag. Gut, letzte Saison hatten wir wirklich kaum Chancen, kaum Punkte. Aber die Chancen, die wir hatten, die haben wir dann tatsächlich auch reingemacht. Man kann der Mannschaft wirklich nicht das fehlende Engagement absprechen. Und trotzdem tut es irgendwie dann auch weh, Hertha-Fan zu sein. Weil ich habe mir heute wirklich mal den Spaß gemacht und habe gesagt, egal wann du heute zu Hause bist, bei der Saison kann man das ja ganz gut machen, du spulst einfach mal zurück und guckst dir das gesamte Spiel einfach mal an. Und gerade in der zweiten Halbzeit habe ich so Schmerzen gekriegt, weil das so weh tut, dass du diese Bälle nicht reinkriegst. Auch dieser Kunstschuss von Dodi Lukubaki zum Beispiel, wo er sich in der Luft querlegt. Gut, den muss er jetzt auch nicht machen, aber da sind so schöne Sachen dabei, das hätte er einfach ein Türchen verdient. Und wenn das Selbstvertrauen da wäre, dann wären die Dinger vielleicht auch drin. Kanga zum Beispiel hat sich heute wieder super aufgerieben, super eingebracht, hat gute Abschlüsse gehabt, aber auch da
wieder glücklos. Er kriegt die Bälle einfach nicht rein. Ich finde es ja schon mal gut, dass wir die Chancen nicht mehr unbedingt nur aus Flanken kreieren, so wie es sonst die letzten Tage und Wochen immer war, sondern dann auch mal durch die Mitte spielen und anderweitig irgendwie versuchen. Und trotzdem will dieser verfluchte Ball einfach nicht rein. Und da fragt man sich dann natürlich auch, wie willst du deine Punkte denn holen? Es ist kein Wunder, dass du da unten drin stehst, weil dann hast du eine Unachtsamkeit in der Abwehr und gehst wieder nur mit einem Punkt nach Hause. Du hättest bestimmt schon 10, 11 Punkte haben können und dann sieht die Nummer wieder anders aus. Dann hättest du 4, 5 Punkte im Abstand. Auf Platz 16. Augsburg zum Beispiel, sage ich jetzt ganz ehrlich, die machen das nämlich richtig. Die gewinnen nämlich ihre Spiele, haben jetzt 12 Punkte, haben jetzt augenscheinlich erstmal 7 Punkte Abstand, aber Leverkusen, Wolfsburg und so weiter, die werden uns nicht ewig den Gefallen tun und ihre Spiele weiter verlieren. Und dann rutscht auch Augsburg ganz schnell wieder da unten rein. Und deswegen drückt der Schein. Und deswegen brauchst du ganz dringend 3 Punkte. Und ich hoffe einfach, ja, ich sage das jede Woche, dass wenn die Mannschaft so weitermacht, dass die Punkte irgendwann kommen. Aber irgendwann gehen dann halt auch die Gegner aus. Den einzigen Sieg, den du bisher geholt hast, war gegen Augsburg. Und das war aber auch der Sieg, den du holen musstest. Mainz 05 hat jetzt inzwischen ein bisschen abgebaut. Die sind jetzt auch Elfter. Die sind jetzt auch nicht mehr so weit weg von Hertha, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und ihr könnt das bestimmt auch ein bisschen nachfühlen. Freiburg wird jetzt nicht unbedingt leichter. Da wäre ich, also wie gesagt, auch bei Hoffenheim, da wäre ich mit dem Punkt zufrieden gewesen, so vor Spielbeginn, weil ich mir denke, okay, du verlierst wesentlich, wenn du da einen Punkt mitnimmst, ist auch okay. Aber helfen tut dir das eigentlich nicht. Eigentlich helfen dir auch nur Siege. Und gegen Freiburg sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, wie wir da gewinnen wollen. Aber vielleicht klappt das ja. Wir spielen zu Hause mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Schaffst du das vielleicht? Und dann wird sich das zeigen am Ende des Tages, inwiefern das irgendwie klappt. Leipzig dann auch wieder so eine Nummer. Normalerweise kriegst du da immer die Hucke voll, aber Leipzig ist für mich immer noch so auf die gesamte Saison gesehen nur 50-50. Dann hast du mal wieder ein gutes Spiel gegen Dortmund zum Beispiel und dann das nächste Spiel ist wieder scheiße gegen Gladbach. Jetzt hattest du wieder ein gutes gegen Bochum, also ist das nächste wahrscheinlich dann wieder scheiße gegen Mainz. Was dann bedeuten würde, dass gegen uns das dann wieder gut ist und wir dann da 4, 5, 6 Dinger kassieren. Was ich mir nicht wünschen würde, weil ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass du in Leipzig so ein Spiel à la Bruno Labbadia ablieferst, wo du da am Ende verdient 2-2 spielst. Oder so ein paar Dardai-Dinge, wo du Leipzig schlägst und dann nicht 4-5-0 auf die Mütze bekommst. Wobei, so eine richtige Reibe haben wir bisher auch noch nicht bekommen. Und bisher sahen wir in keinem Spiel, außer gegen Union vielleicht, machtlos aus. Deswegen, ja, bleibt abzuwarten. Ich hoffe einfach, wir holen unsere nötigen Punkte irgendwie. Selbst der Kommentator hat heute bei DAZN gesagt, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber ich glaube nicht, dass die Hertha großartig Angst um den Abstieg haben muss. Wobei er auch dazu sagen muss, das dachte man letztes Jahr auch nicht. Und dann war es die Relegation. Deswegen, wir backen mal kleine Brötchen, gucken von Spiel zu Spiel. 7 Punkte haben wir immerhin schon. Das heißt, es fehlen noch 28 Minimum, dann bist du zumindest safe. Und dann ja, wird sich zeigen, wo die Reise hingeht. Ich hoffe jetzt einfach erstmal auf nächste Woche. Dann wieder hoffentlich vor toller Kulisse im heimischen Olympiastadion gegen den nächsten aus Baden-Württemberg, gegen die nächste Top-4-Mannschaft. Und ja, bis dahin. Für die, die es nicht interessiert. Ansonsten natürlich unter der Woche Champions League und Europa League. Ihr kennt den Spaß. Und ja, ich bin am Samstag übrigens, liebe Freunde, bei dem Spiel VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt. Ich weiß noch nicht, inwiefern ich da vielleicht irgendwie was filme. Eigentlich gibt es ja DFL-Richtlinien, aber weil ich ja
noch nicht verifiziert bin. Vielleicht darf ich das dann auch irgendwie mal gucken, in welcher Form auch immer ich da irgendwie dann was mache. Vielleicht ja, vielleicht auch nein. Wir gucken mal. An der Stelle sage ich euch jetzt aber erstmal eine wunderschöne gute Nacht und genießt den Feiertag morgen vor allem. Und wir hören uns dann die Tage wieder. Bis dahin.